So, meine Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Die wird sehr spacig und dertig. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil... Was ist denn hier passiert? wir sind aus dem Marineschiff entflohen, haben uns dann in der VIP-Lounge mit diesen anderen Typen da getroffen, ich habe den Namen vergessen, und damit das Shuttle fertig gemacht. Ja, damit sind wir auch den Unsterblichen losgeworden. Und er ist mit Shuttle abgedüst, um uns zu treffen, damit wir den Marker holen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge, den Marker zu holen. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Hm? Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Ja. Das ist der einzige Weg. Keine Sorge, ich mache ja schon. Brauchen wir irgendwas Wichtiges noch? Ja, Munition für mein Impulsgewehr bräuchten wir. Und wir haben Dingenskirchen, die wir verticken können. Also lasst uns das nochmal schnell machen. Das muss nochmal schnell gemacht werden. Diese goldene Leiter verticken und den... Oh. Hat man ein Schema gefunden? Egal. Den verticken wir. Verkaufen. Jawohl. Und Rubin auch verkaufen. Jawohl. Und jetzt kaufen wir uns noch einmal, der Reaper war diese Dingssäge, ne? Flammenwerfer, Energiekanone. Was nimmt die Energiekanone für Munition? Energiekanone. Laserkanone. Medipack, pass auf, wir nehmen erstmal auf jeden Fall Dingens mit. Haben wir keine Motivation für den Impulsgewehr hier? Was ist das denn hier? Hat er das nicht da? Doch, natürlich. Ja, nimm mal mit. So. Sollen wir uns da den Reaper kaufen oder sollen wir uns die Energiekanone nochmal kaufen? Kurze Entfernung. Ach, ich weiß nicht. Reaper, das ist ein sehr, sehr... Industriesäge mit Fangesteuerung. Ach komm, ja, kaufe ich. So. Ich denke mal, wir sind sowieso am Ende des Spiels irgendwie angelangt. Folgedessen will ich mir jetzt... Ja, als ob, ne? So, ich habe die Lichter hinten mal einfach mal ausgelassen, weil hell genug gerade. Ja, wir hören überall Stimmen. Und gruselige Geräusche. Was? Hab ich das gemacht? War ich das etwa? Speichern. Plasma. Cutter. Motivation, Alter. So, Daleks. Frachtraum. Was? Der Schrei-Uschi ist da wieder immer, ne? Hatten wir den Reaper jetzt gekauft? Den haben wir nicht ausgerüstet. Doch, das ist er doch, ne? Was ist denn das? Ach, das ist mal. Das ist unser Lasergerät, ne? Das ist der Reaper. Digga, der schießt. Ja, alles klar. Ich dachte, der macht hier. Alles klar. Ja. Ja, finde ich gut. Der ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Okay. Nichtsdestotrotz bleiben wir erstmal beim Sturmgewehr. So, das ist jetzt hier da, wo der Marker sein soll, oder? Sehen wir den Marker denn irgendwo? Auf jeden Fall soll hier ja der Kran sein, womit wir den Marker rausheben können. Schauen wir uns mal ganz kurz einmal um. Nur Credits. Gerade zu holen. Na komm, hol. Was? Minipack. Nimm ich mit. Nimm ich alles mit.
Fracht wird geborgen. Oh, mein Stuhl sagt gerade ab. Warte mal. Ah. Was da wohl ist? Oh, der Marker. Hey. Was soll ich damit? Ach, da ist der Shuttle unter, oder was? Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Ja, für weiteren Frachttransport wird Chinesen-Modul benötigt. Was? Oh, die schon wieder. Oh Gott. Warte mal, wo ist das Abschneidegewehr hier? Da. Weiß nicht, erreicht. Okay, Tobi, Entschuldigung. Alles klar. Es spritzt noch rum. Ja, ja. Schrei du nur, du Sau. Er will sein Marker zurück. Ah, cool. Jetzt finde ich sogar die Reaper-Klinge. Sofern wir die Waffen haben, können wir die dann eben halt auch ausrüsten, die also die Motivation dafür finden. Das ist natürlich ziemlich nice. Oh, meine Nase kribbelt. So. Zeig mir, wo ich hin. Okay. Ah, guck mal, hier gibt es noch ein paar Schränke. Meine Güte, hier ist was los. Pause gegen Mikrofon und alles, ne? Kann ich nicht mitnehmen? Bin ich full oder was? Full? Nee, doch nicht full. Was? Oh, guck mal. Das Ding müssen wir hier bewegen hier. Guck mal hier. Oh, überall. Leer. Ja. Alter. Lass die Scheiße sein, Leute. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Okay. Der Lastenaufzug. Der Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt ins Schiff bringen. Also ich kriege hier bei dem Spiel nochmal den Herzkampf. Was soll denn das? Alles klar. Warte, da knuspert noch irgendjemand rum. Oh, ein Dickerchen. Aha. Der Kopf fällt runter. Plups. Weg. Ist erstmal der Kopf weg. Erfüllt er nicht mehr seinen Zweck. Also, das ist halt doof. Kann er mich nicht mehr beißen, ne? Meine Güte. Hör mal. Zwing mich nicht, den Arm abzuschießen. Keine Arme, keine Kekse. Ah,
habe gesagt, zwing mich nicht, den Arm abzuschießen. Aber den ist ja mal wieder alles in Ordnung. Da ist ja mal wieder alles besser, ne? Ei! Na komm raus, zeig ihn mir. Zeig ihn mir, deinen schönen Arm. Hast du Angst, ja? Energieknoten. Mann, zappel nicht so rum. Komm raus, wo immer du stehst. Aber irgendwann muss doch der Arm mal weg sein. Oder packt er mal wieder einen neuen aus, wa? Da ist jemand sehr, sehr sauer. Das ganze Frachtding, da liegt dann schon irgendwie brach hier, ne? Da raus. Okay. Achso, hier gibt's eine Werkbank. Ja, mach doch mal. Was brauchen wir? Mehr Luft, mehr Knarrenpower? Was brauchen wir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet man ja niemals so viel Energieknoten, dass man alle möglichen Sachen in den Cutter wollten wir nicht. Wenn überhaupt das Impulsgewehr, dafür haben wir uns damals ganz schnell entschieden, das Ding aufzupimpen. Was ist denn das? Nachladegeschwindigkeit. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nimm her. Aber noch ein Knoten, ne? Ja, guck mal hier, thailändische Schrift ist da drauf. So. Aha, da bin ich hin. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Danke. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ja. Das schaffen wir alles. Das machen wir. Das machen wir. Das mag wie so. So war nicht anders. Hop, 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 ba, 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 ba. Fahrstuhlmusik ist top. Okay. Danger. Auf geht die Tür. Lass mich hinein. Lass mal sehen. Okay, ich will mal hier rein. Itemmäßig und so. Ja, da hätte ich die Spinte auch aufmachen können unten. Ja, da hast du recht. Hast du recht. Scheiß aus. Was? Damit würde ich nicht mehr rumschnitzen mit dem Ding irgendwie. Warte mal. Was ist 2 ist das, ne? Muss ich mir merken. Search and Rescue. Search and Rescue. Ich glaube, es wird schwierig, wenn mehrere Feinde kommen, ne? Oh, es flackert ein Licht. Ein Lichtchen. Hier öffnet. Oh, es ist duster hier. Okay. Was? Erstmal speichern. Immer mein Lieblingshobby, ne? Speichern. Es gibt, glaube ich, 12 Kapitel. Akipel. Akipel ist auch nicht schlecht. Kapitel. 12 Kapitel gibt es, glaube ich. Okay, wir sollen da hin, aber interessant ist ja auch, was ist da drin. Nichts, ne? Ach, guck mal! Das ist der Anfang. Das liegt im Schiff. Das war der Anfang. Gefährliche What? Anomalie registriert. Komm schon. Quarantäne wurde aktiviert. Okay, ich weiß, das finde ich den, glaube ich, besser. Der schießt einfach schneller. Und das finde ich cool. Alter, bitte, ich drück doch. Meine Füße, ey. Digga. Lass mich mal nachladen, Digga.
Quarantäne aufgehoben. Er lädt einfach nicht nach, weil das liegt wahrscheinlich daran, weil wir keine Motivation mehr haben dafür, wa? Okay, aber das Sägedings. Ich habe mir vorgestellt, er schneidet die sofort durch, ne? Muss man irgendwas droppen, was ich total überflüssig finde. Alter, wie viele von diesen Modulen brauchen wir ja eigentlich noch? Nicht so viele, ne? Entfernen wir die mal. Aber. So, und jetzt nehmen wir Motivation. Reaper Kling. Ich finde, die Reaper ist nice to have irgendwie, aber mehr auch nicht, ne? Dadurch, ja. Ich habe da irgendwie ein ganz mieses Gefühl. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig. Sagte. Ja, ist schon mal jemand hier nicht gelungen. Wow, das sieht aber nicht so souverän aus. Wo ist der Marker? Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Alles klar. Schwerkraft deaktivieren. Kein Problem. Aber wieder zurück. Diese Köfferchen, die überall sind, ne? Ey, uns geht's ja voll dreckig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Müssen wir mit Dings Cutter. Ich glaube, wir haben nämlich nicht mehr so viel Motivation. Breakhaft. Eintritt Schwerelosigkeit. Aber wo wäre der Marker denn? Wahrscheinlich auf dieser Schiene da vorne, richtig? Das denke ich mir mal. Ja, wir sollen hier runter, alles klar. Ich habe bloß die Befürchtung, dass hier dieses Riesen-Alien-Ding hier irgendwo sein wird. Und das machen wir keine AA-Kanone. Da ist ja schon der Marker. Da sind ja schon die Aliens. Aua! Die schreien aber auch wie große, ne? Okay. Marker. Jede Wette, die wir müssen, da so eine Pfeilrichtung folgen. Und so Weichen und so ein Schrott wetten. Guck mal. Da ist Item-Dings-Köfferchen. Da wäre dann immer so leicht schwindelig, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Freezen oder so. So ein Spiel irgendwie freezen. Aber es ist total merkwürdig. Aber da sind noch mehr Motivationen. Nehmen wir mal alle mal mit. Lassen wir natürlich nicht liegen. Hab da so ein mieses Gefühl. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ein Gefühl. Ein Gefühl. Oh, komm schon, zieh doch den Vogel mit, Mann. Und das Ding ist der Marker und deswegen so ein Aufriss, wegen so kleinen Steinen, Kinder? Okay, bis jetzt läuft das ja ziemlich einwandfrei hier, was? Sonne. Hier kommt die Sonne. Okay, hier gehören wir nicht durch. Jetzt müssen wir hier das umbauen. Die Frage ist, der ist ja gut, Shuttle. Ich hätte es ja mal auf dem ersten Parkplatz parken können, du Hohlkopf, ne? Damit drehe ich ihn, aber ich muss ihn ja nur auf das Ding raufdrehen und weiterdrehen, ne? Geht das?
genau, weil der krieg ich nämlich nicht gedreht. Was? Offline? Sollen die Kacke, Junge? Muss ich den echt jetzt hier erstmal hier hinbringen, damit der... Ach so, weil das Ding da drauf steht, ist er dann offline. Alles klar, das ist so ein Hin- und Her-Scheiß dann eben halt, ne? Okay, geht los. Wir sind bereit. Alter, Isaac, bitte. Wenn schnell geht, macht nichts, Isaac. Mir war so, als hätte ich Kreaturen gehört. Und Bart gefressen. Alter. War angesiedelt, ne? Aber ohne irgendwas zu sagen. Jetzt lad nach, Junge! Alter. Komm schon. Ja, wenn du nicht nachlädst, hast du selber schon. Er zuckelt noch. Er ruckelt und zuckelt. Ja, auch gut, aber... Korrekt abgedingstet. So, jetzt ist okay, der Plan. In Position. Ja, dann hoch mit dem Fuß. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Und jetzt? Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Alles klar. Ich sollte dann den Marker verladen können. Okay. So, Mobilat. Was? Hüpft da hoch, Junge? Kann ich da nicht hochrippen? Gelaufen, wa? Hä, kann er echt da nicht hochhüpfen? Wie doof ist das denn? Das ist ja selten dämlich. Also ich konnte von da nach da hüpfen, aber von da von nach da kann ich nicht hüpfen, weil das von da nach da einfach nicht geht. Aber von hier nach dort. Das sollte doch möglich sein jetzt, ne? Ja. Locker. Ach so, wir können hier nicht runterspringen, weil zu hoch. 20 Zentimeter. Yeah, da mussten wir echt einen super Gravitationssprung machen. Ach, Isaac, Isaac, Isaac. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Wir werden mit einsteigen jetzt. Oh. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Wo ist denn die Tusnelda? Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Warte mal, wir warte mal. Wir müssen es jetzt tun. Was ist denn jetzt kaputt? Shuttle haut jetzt ab. Und er macht hier den Draufgänger, oder was? Warte, Amelia. Wo wurde erschossen? Wo gehst du hin? Warte! Oh. Ist blöd, ne? Digga. Aufwachen! Wach auf! Wach auf! Herzdruckmassage. Ja, und der haut ab. Tschüss, weg ist er. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Und was ist mit mir? Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt?
Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Aber er lebt noch. Ein richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie rüttelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Wutabbau. Das Experiment war noch am Leben. Kein hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Aber ich doch nicht. Oder nicht. Du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Oder auch nicht. Ist das witzig? Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Nicole. Mann, ist das aufregend. Hätte ja so einfach gehen können. Wir wären jetzt alle weggeflogen. Wo müssen wir jetzt hin? Okay. Oh mein Gott. Wir wurden verraten. Bitte. Aliens, habt Mitleid mit mir. Ah, okay. Vielleicht schon, ihr habt kein Mitleid. Scheiße, hab ich nicht die Arme weggerotzt, alle? Warum habt ihr kein Mitleid? Ich wurde verraten. Fettsack. Ah. Oh, Isaac, bist du das wirklich? Nee, deine Mutter. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Ich auch nicht. Gott, es tut mir so leid. So leid. Mir auch. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir was zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz, ja. Ich werde uns wieder ganz machen, das verspreche ich. Nachdem ich mich wieder ganz. Ja, von wo aus kann ich das steuern, das Shuttle? Lass uns das abstürzen oder so. Okay, von hier aus. Not-Shuttle zurückrufen. Isaac, was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Kann ich das bewegen oder so ein Scheiß? Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Aha. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann es. Na ja, gut, lass uns erstmal speichern. Oh, geht nicht. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Okay. Wir sind so nah dran, Isaac. Ich weiß. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Ja. Wir treffen uns doch. Ja. Kommst du auch wirklich mit? Ich vermisse dich. Ich vermisse... Okay. Speichern. Jetzt aber vielleicht speichern. Wie hat man hier eine Möglichkeit zu speichern? Warum setzen die den Speicherpunkt denn, wenn man hier speichern kann? Verdammte Axt. Okay, jetzt vielleicht. Nee. Wir kommen nochmal hierher, wetten. Achso, wir können ja nicht mal raus. Bitte warten. Bitte warten. Kann ich jetzt aber speichern, oder? Yay! Mach uns wieder ganz, alles klar. So, rein hier.
Ja, ja. Schwappel du mal vor dir hin. Ja, Credits nehme ich immer gerne. Geld ist immer wichtig, Alter. Ich meine, wir kommen hier. Es sieht ja so aus, als würden wir hier rauskommen. Und dann könnten wir flüchten und so einen Scheiß, ha? Oder könnten wir tatsächlich Credits dann auch gebrauchen? Können wir es ausgeben? Kaufe ich Nicole ein neues Kleid oder so. Oder einen Strauß Blumen. Mit Pralinen. Und Kugelschreiber. Damit sie mir ihre Nummer aufschreiben können. Alter! Ist das dein Scheiße Ernst? Alter, wir weichen aus. Das ist alles geplant. Wir brauchen die Nummer 2. Wähl die Nummer 2. Nachladen. Die Nummer 2 nachladen. Und jetzt schmeißen wir die Stücke. Entschuldigung, warte, ich hatte da irgendwas Böses. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Okay, dann ist jetzt die andere Tante hier rausgesprungen, weil die keine Lust mehr hatte, ja? Weil die denkt, oh kacke, jetzt ist Isaac böse. Und wir kriegen jetzt voll krass Ärger. So einfach ist das nicht. So einfach kommen wir hier wetten nicht raus. Ach guck mal, die kommt ja auch, Nicole. Na klasse. Du tust das Richtige, Isaac. Ich weiß, wir Baby. Sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Warum erzählst du das denn dauernd? Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Alternative Lösung. Na, alles klar. Speichern? Ja, warum nicht? Ne? Ich finde Speichern echt manchmal sehr, sehr spannend. Aber ich denke mal, so einfach kommen wir hier nicht raus. So einfach kommen wir hier nicht. Tot im All. Ach, das hat ja, das ist ja gut. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ach, ist das jetzt schon die Kolonie, ja? Offline. Er ist ja offline. Die geht schon mal los, ja? Ja, was? Guck mal hier, diese Dings. Die sind auch festgebunden, diese Dinger zu diesem Laserstrahlen. Wenn das Ding rausfällt, runterfällt, dann ist hier Scheiße. Wieso kann ich das nicht hier? Mach doch mal an. Wie soll ich das denn? Irgendeine Idee, wie ich das wieder online kriege? Okay, daran liegt es nicht. Was weiß ich? Die Energie muss ja wieder hergestellt werden irgendwie, ne? Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Lad mal nach, Digga. Da wären wir. Jetzt können wir, guck mal, jetzt geht's auf einmal, jetzt nicht mehr auf Line. Jetzt on Line. Aufgabe erfüllt, geil. Aha, wie kommt der vom Raumschiff denn da runter rein und dann zur oben hoch, oder? Spannende Geschichte, wie das jetzt so alles funktioniert.
war, dass Helmut das nicht miterleben kann. Dabei hat sie ihn die ganze Zeit verdächtig gehabt, ne? Dass Helmut irgendwo... Digga, ich hab mich erschrocken, weil es hier sprummelt da. Jetzt ist er wieder da, wo er hingehört. Glaube ich doch. Mal. Nimm ich das. Ah, wir müssen ihn betätigen. Wir haben keine... Die müssen wir finden. Wo haben wir denn so etwas? Hier vielleicht? Ach, hier sind die Kolonisten auch alle tot. Schön. Schön, dass ihr alle hier rumliegt. Ach, guck mal. Wir haben hier also geforscht, ja? Wir haben mit bösen Dingen geforscht, mit denen wir uns nicht auskennen. Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Ja, ich mach das. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Ja, ich mach ja schon alle wieder ganz. Ja, immer wieder ganz machen, was? So, nochmal Impuls gewähren. Ich habe das Gefühl, es könnte irgendwie wichtig sein. Das ist ein Käfig hier. Käfighaltung. Oh. Ach, guck mal, da finden wir das, was wir brauchen. Finden wir noch Credits. Oh, coole Dinge. Wie Credits. Mach doch auf die Fahrt. Was? Da gab es ja noch so ein Riesending auf dem Schiff eigentlich noch, ne? Ach scheiße, ich muss das machen. Ja, dann ist ja gut, das Ding geht jetzt weg und ist dann wieder da, wo es hingehört und dann lass uns da mal verschwinden. Geht uns alles nichts mehr. Ja, ich darf das Ding hier spazieren fahren oder was? Alter, das ist alles wieder so ein schwabbeliges Ge- und wie viele Dinge es ist einfach hat, Alter. Oh, bitte. Das war verdammt lang jetzt, ne? Oh. Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Schön.
nach, Junge. Alter Schwede, was geht hier ab, Mann? Ja, alles wird tutti, wat? Brauchen wir. Okay, irgendwie ist es noch nicht tutti. Wir können ja schon mal weiterarbeiten und müssen uns davon ja nicht ablenken lassen, ne? Wo muss der Vogel denn hin? Wo? Die Frage ist, wo muss der Vogel hin? Wo muss der Marker hin? Warte mal. Da durch diese Tür muss er hin. Was? Ja. Kollege. Okay, das war gut. Ist der so wieder, was? Ja, ist ja gut. Also, nein. Okay. Sind wir denn soweit? Oh Gott, da ist doch sogar noch weiter rein da. Und noch mehr so ein verwirrender Scheiß, wa? Natürlich. Alter, die haben die auch da rausgekramt, denn sonst auch da wieder rein. Na, Kolonisten hier. Alle zum Leben erwecken und sagen, ihr macht euren Scheiß alleine, ihr Arschlöcher. Isaac, du bist fast da. Du musst die Energiezufuhr zur Brücke wiederherstellen, um den Marker zu bewegen. Sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um. Was ist denn das ein Ding? Einer ist gut. Ja.
Der lebt noch? Ich konnte nicht helfen, wa? Ihr Schwappelwesen. Na, okay. Hört sich an, als würde hier jemand beten, ne? Eine Kirche oder so ein Scheiß, ne? Rückensteuerung funktioniert nicht so richtig. Da müssen wir erstmal rein, alles klar, das kriegen wir hin. Schwerelosigkeit. Und dann? Das sieht aus wie so eine Röhre, ne? Wo wir da rein müssen. Alles klar, probieren wir es mal aus. Chibi. Eintritt Schwerelosigkeit. Das sieht ja eklig aus. Ja. Das ist so ein Ventilator. Sieht so aus, als wäre da jemand mal reingekommen. Hoffentlich geht das Ding nicht irgendwie an. Ja, beruhig dich, Isaac. Beruhig dich. Alles gut. Wo denn? Das Vieh, ey. Mach mal einen Radauz, doch. Credits finde ich geil. Komm damit. Da muss ich wahrscheinlich durchspringen. Was? Kann ich nicht? Wäre zu einfach, was? Wieso kann ich da nicht durchspringen? Das ist ja dämlich. Da kann ich aber durchspringen. Da müssen wir hin. Was ist denn das? In die Mitte. Durch die Gitter mit Zartbitter. Na komm. Nimm mit. Haben wir voll, oder? So, Kinderchen, wie das wohl ausgehen mag, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und ciao.